Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Dragoon. Ja, ich muss leider in den Kristallpalast. Ich habe gerade versucht rauszugehen, ich werde aufgehalten. Also, tja. Lässt sich nicht ändern. Ich muss jetzt die Königin informieren, dass da ein Drache ist. Wobei das eigentlich klar sein dürfte. Ich denke mal, die Nachricht von so einem Drachen sollte relativ schnell ankommen. Was ich sagen will ist, dass das Monster gegen uns und die Macht der Heiligen Ritter keine Chance hat. Egal was es ist. Haben Sie das Monster jemals gesehen? Den Berichten meiner Leute zufolge ist es größer als eine Wolke und schneller als unsere Rosser. Größer als eine Wolke heißt nicht um... Klingt so viel, ne? Kommt drauf an, was für eine Wolke. Naja. Ein solches Wesen kann es gar nicht geben. Woher nehmen Sie Ihre Sicherheit? Ein solches Wesen kann es unmöglich geben. Sie Idiot. Sein Wissen über den Gegner beruht auf bloße Vermutung. Wollen Sie Ihre Männer einer solchen Gefahr einfach aussetzen? Wegtreten, Kommandant. Jawohl, Ma'am. Haha. Beruhige dich, Miranda. Wir haben Gäste. Luana, Seti. Ich bin froh, dass ihr gut wieder angekommen seid. Du hast dich gar nicht verändert, Schwester Miranda. Er begreift die aktuelle Lage einfach nicht. Wer sind diese Leute? Ich habe sie mitgebracht, damit sie Meister Sau vor dem Eindringling retten. Jaja, sieben Leute? Vielleicht kennen die auch die Legende, wobei wir stehen ja hier nur zu viert. Hast du retten gesagt? Wenn wir nichts unternehmen, attackiert es uns wieder. Das nächste Mal könnte es uns direkt angreifen. Ja, nicht nur durchfliegen und Schrott aufwirbeln. Wisst ihr irgendetwas über dieses Monster? Es ist der Götterdrache, der aus einem langen Schlaf erweckt wurde. Kein Wunder, dass er schlecht gelaunt ist. Der Götterdrache? Du sprichst von dem Monster, das im Berg des sterblichen Drachen eingeschlossen ist? Was ist das für ein Name? Scheinbar sei er nicht sterblich, scheinbar sei er ziemlich unsterblich. Ja, der König der Drachen eingeschossen von den alten Winglies. Der Götterdrache ist zu neuem Leben erwacht. Seid ihr euch sicher? Ganz ruhig, Miranda. Du sagst, ihr werdet das Land retten. Können wir Menschen denn wirklich einen Drachen besiegen? Das wissen wir noch nicht. Aber vielleicht können wir ihn aufhalten. Wie zuversichtlich du bist. Wir sind die Drachenritter, die Drachen beherrschen. Die Dragoons. Niemand außer uns ist ihm gewachsen. Willst du sagen, dass ihr die Helden der Drachenkriege seid? Die Dragoons? Ja, nö. Nicht ganz. Ich war auch überrascht, doch ich finde keine Falschheit in ihren Herzen. Das bedeutet... Dürfen wir euch um eure Hilfe bitten, um den Götterdrachen zu besiegen? Ihr könnt gerne fragen. Treffen müssen wir ihn ohnehin. Aber wir müssen um einen Gefallen bitten, Majestät. Es gibt etwas, das wir brauchen, bevor wir den Götterdrachen entgegentreten können. Es wird erzählt, dass die Winglies in früheren Zeiten zwei Waffen geschaffen hätten, um gegen die Drachen zu kämpfen. Eine davon ist ein Schwert, nämlich der Drachentöter. Was? Woher weißt du das, Rose? Ups, ich hab nichts gesagt. Moment mal, ist das nicht das Schwert? Das eine Schwert? Ja, leider. Ja, genau. Das ist das Schwert, mit dem dieser Bastard Lavitz getötet hat. Ich werde es nie vergessen. Daher haben wir keine Wahl, als uns auf die andere Waffe zu verlassen. Welche könnte das sein? Der Drachenblockierstab. Wie der Name schon sagt, es ist ein Stab, der die Macht von Drachen blockiert. Wo ist der Drachenblockierstab? Das wollte ich gerade fragen.
Sieht sogar so aus, als wüsste einer von uns darüber Bescheid. Miru? Wovon redest du? Weißt du etwas darüber? Bitte sag es uns. Für dieses Land. Warum zögerst du? Okay, okay, ich sag's euch, Leute, okay? Okay. Ich glaube, er ist im Wald der Winglies. Im Wald der Winglies? Was soll das denn sein? Im nördlichen Teil des Immergrünwaldes. Wenn das so ist, willst du uns damit sagen, dass die Winglies noch leben? Schon? Es scheint, als ob die Sage von den Feen im Immergrünwald einen wahren Kern hätte. Königin Theresa, ich gehe mit diesen Leuten zum Wald der Winglies, um den Drachenblockierstab auszuleihen. Du kommst auch mit? Mehr Partymitglieder, wobei wir ja prinzipiell alle, naja, Steine schon haben, ne? Also, Dragoons. Aber okay. Natürlich, diese Probleme sind zu groß, um euch alleine loszuschicken. Außerdem will ich sehen, wie viel ihr Dragoons wirklich könnt. Ob ihr wirklich die Macht habt, die euch die Legenden zuschreiben. Ich beschwöre euch, bitte rettet Meister So vor dem Götterdrachen. Jetzt ziehen wir zum Wald der Winglies. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Und Shan hat mal wieder keine Lust mitzukommen, ist auch gut. Moment noch, Shana ist nicht hier. Wo ist sie hin? Was für ein Timing. Komm, wir suchen sie. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, aber was für ein Timing in der Tat. Das ist ja wieder... Beweg dich doch mal mit uns mit. König muss sich auch denken, was ist das für ein Scheiß, wenn ich jetzt wieder in den Raum reinplatze, aber... So, hi, da bin ich nochmal, bin dann wieder weg. Aber ja, wir haben ja gesehen, dass sie da reingegangen ist, deswegen. Oder den Raum zumindest interessant fand. Shana! Shana, bist du in Ordnung? Wo bin ich? Wann bin ich hierher gekommen? Was ist passiert? Ich weiß nicht, aber wie komme ich hierher? Wirst du wohl reingegangen sein? Miranda, wofür ist dieser Raum? Diese Burg war früher ein Fort der Winglies. Ich habe mal gehört, dass dieser Raum früher der Ort für eine Zeremonie war, bei der irgendwas eingesperrt wurde. Aber das war vor über 10.000 Jahren. Irgendwie wollte ich 11.000 Jahre sagen. Kann das nicht der Grund für den Angriff des Götterdrachen auf den Kristallpalast sein? Mit anderen Worten, vielleicht versucht er seinen Hass auf die Winglies abzureagieren. Warum bist du alleine hierher gekommen? Wurdest du wieder gerufen, wie damals mit dem Virage? Nein, diesmal war es anders. Ich bin aufgewacht und war hier. Mir ist heiß. Jetzt ist es weg. Mein... Was ist das? Ich kann das nicht mehr beherrschen. Ich spüre die Macht des weiß-silbernen Drachen nicht. Du bist auch ein Dragoon? Ich? Dragoon Spirits manipulieren das Schicksal. Ich kann nicht mehr. Shana. Hey, was ist denn los? Was ist das für ein Stein? Ein Dragoonsteinchen. Die Quelle unserer Macht. Wobei, das darf man auch keinen erzählen, ne? Dass wir nur stark sind, weil wir einen Stein haben.
Ich verstehe. Ich bin ohnmächtig geworden. Bist du in Ordnung? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich weiter mitreisen kann. In deinem Zustand kannst du nichts ausrichten. Ich wusste es. Seit dem Tag, an dem ich den Mond in Furni sah. Ich war sicher, dass mir das passieren würde. Wir kommen wieder, sobald wir den Götterdrachen besiegt haben. Und du wartest hier auf mich, okay? Lach doch mal wieder. Ich gebe mir alle Mühe für dich, Shada. Kongol auch. Es dauert nicht lang. Dart ist bald wieder bei dir, Shana. Keine Sorge. Ich bin es gewohnt zu warten. Aber ich danke euch allen. Miranda, bitte pass gut auf die anderen auf. Ich weiß. Wie wär's mit werde ich, aber ich weiß, es ist auch in Ordnung. Nur ein bisschen seltsam. Tja, tatsächlich haben wir jetzt Miranda im Team. Miranda ist immer noch nicht viel besser als Turner. Aber naja. Die ist halt wirklich grundsätzlich auch komplett dasselbe. Sie ist ein Bogenschützin, sie hat keinen Zusatz. Sie übernimmt halt nur für Shana, weil Story. So einfach ist das, aber ja, ist okay. Wir gehen jetzt wieder in den Immergrünwald. Immergrün, Immergrünwald. Ich müsste eigentlich mal gucken, wie weit ich mit den Zusätzen für Rose bin. Ich würde sie ja auch gerne mal abschließen hinterher. Ja, Berserker haben wir bald mal wenigstens ein Level up. Das ist schon mal etwas. Mein Januar. Okay, aber jetzt darf ich hier rausgehen. Ja, hier wurden wir dann von Schwester Duana aufgehalten, die sagte, wir müssen unbedingt schnell in den Kristallpalast. Dementsprechend konnte ich das für den Partner nicht vorbereiten. Aber da der Immergrünpalast, Palast sag ich schon. Der Immergrünwald hier so einen leichten Dreh- und Angelpunkt auch wieder bildet, wie das Ödland. Ist das nicht allzu schlimm? Wobei ich halt keine Ahnung habe, warum sie es hier so gemacht haben. Ja, damals in Serdio, da haben wir zwar einen Kreis gehabt im Prinzip, sind aber wirklich an so viele Orte gekommen. Diese Ecke. Und sind zwangsweise nie durch denselben Ort am Rennen gewesen, außer einmal das Sümpfchen, der Drachensumpf, da schon. So, da ist das, was wir eigentlich machen wollten, wenn es um den optionalen Boss geht. Wäre ich ein bisschen weiter gegangen, hätte ich das auch bemerkt, aber... Und ihr seid infizierte Killerbäumchen. Moosmänner. Okay, keine infizierten Killerbäumchen, dafür infizierte Moosmännchen. Fast wie Marsmännchen, aber darf man nicht verwechseln. Das wird wieder wehtun und geheilt bin ich auch wieder nicht. Ne. So ein Murks. So ein Murks. Um Gottes Willen. Knappe 200, war. War. Schon ein bisschen heftiger als sonst, aber sie haben ja auch ihren Angriff gesteigert, ne? Ich tue sie trotzdem nach Flaßen. Ist also der Punkt, wo Dart dann wieder aussetzen sollte, um sich ein bisschen zu heilen. Ist das ärgerlich?
Wobei mein Hauptaugenmerk liegt ja momentan noch darauf, Rose und ihren Zusatz hochzukriegen. Und da die Bäumchen ja scheinbar eh eine Vorliebe für Dart gerade entwickelt haben, ist das schon ganz praktisch. Ja, da konnten wir mal richtig schön Kongol in Action sehen. Hat er gut gemacht, der Kleine. Der kleine, süße Giganto. Aber jetzt wird es dann noch Zeit für den optionalen Bosskampf. Mehr oder minder zumindest. Ich gehe schon mal dahin. Um es zu triggern. Hey! Hey! Hilfe! Ich muss sterben! Ich will nicht sterben, sollte das nicht eher sowas sein? Das ist Kamui. Umzingelt ihn. Alle. Endlich haben wir ihn. Ich schnappe ihn mir und bekomme die 5-fache Prämie. Ich will ihn töten. Aufhören. Theo, es geht dir gut. Hört mir alle zu. Es war nicht Kamuis Schuld. Ein anderes Monster hat vorher angegriffen. Theo, komm weg von Kamui. Niemals. Kamui hat Fa verteidigt. Deshalb verteidige ich jetzt Kamui. Bitte, lasst Kamui leben. Theo, das ist nicht mehr der alte Kamui. Er hat auch viele andere Leute angegriffen. Schnappt euch zuerst Theo, Leute. Aufhören. Ja. Theo, verfolgt sie. Dieser Wolf namens Kamui. Sie sagen, er hätte früher Theo gehört. Warum ist er wohl so wild geworden? Keine Ahnung. Wir wissen jetzt nur, dass der Wolf eine Bedrohung für den Wald darstellt. Für den Wald? Für den Wald? Oh nein, der arme Wald. Da rennt ein Wolf durch. Ist das so schlimm, wenn der Wolf mal einen Baum anpinkelt, oder? Hä? Irgendwie macht das für mich keinen Sinn, aber ist in Ordnung. Bei der Power of Kongol. Hotcha! Ja, 3-12. Nicht verkehrt. Definitiv nicht verkehrt. Verteidigungstechnisch ist er auch nicht verkehrt, also das ist schon völlig in Ordnung. Man merkt, wie selten ich am Kämpfen bin, dadurch, dass Berserker immer noch auf Stufe 1 ist, ne? Das kommt einem zwar manchmal wirklich so vor, als würde ich nur kämpfen, weil die Kämpfe hin und wieder mal lange dauern, aber im Allgemeinen sind es recht wenig Kämpfe bisher. Also zumindest auf CD3. Entsteinerer. Mhm. Muss ich damit rechnen, in nächster Zeit als Stein zu enden? Ich sollte mich mal heilen. Geht mir auf den Keks, dass ich die ganze Zeit diese gelbe Zahl sehen muss. Yep. Okay. Besser. Die Heilung tut echt gut. Ich sollte wahrscheinlich demnächst wieder Heiltränke kaufen, aber dafür habe ich kein Geld. Hi. Dieses Geräusch. Kamui. Tja, vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Oder vielleicht sollten wir uns... uns zurückziehen. Da haben sie auch wieder Mist gebaut, aber... Vielleicht sollten wir einfach gehen. Vielleicht sollten wir uns aber auch zurückziehen. Was wir wirklich im Endeffekt machen werden, sehen wir beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Auf Wiedersehen und Tschüss, Leute.